So, also jetzt aber ganz genug von mir gequatscht. Die Stimme hat mich immer schon fasziniert und mein großes Ziel ist es heute, euch für eure Stimmen zu faszinieren. Denn was leider ganz oft ist, ist, dass ich Menschen begegne, die zu mir kommen und die sagen, sie mögen ihre Stimme nicht. Und das ist so unfassbar schade, denn die Stimme ist ein ganz wesentlicher Teil von uns. Und wenn wir unsere Stimme nicht lieben, die Stimme, die unser Ausdruck ist, alles ist Stimme. Wir drücken uns aus, wir sprechen, das ist Stimme. Und wenn wir das nicht mögen, dann mögen wir uns selbst nicht. Und das ist unglaublich schade. Die Stimme ist ein Teil von uns. Und mein großes Ziel ist, liebt eure Stimme. Fangt an, sie zu lieben. Und wenn ihr sie nicht liebt, dann guckt, warum ihr sie nicht liebt und arbeitet an diesen Punkten. Denn letztlich ist sie eben, ja, sie ist so unglaublich wichtig für eure Wirkung und für euer Sein. Also wenn ihr schon mal Stimmübungen gemacht habt oder schon mal Singstimmübungen gemacht habt, dann wisst ihr, dass man fast nicht schlecht gelaunt bleiben kann. Es macht automatisch glücklich, mit der Stimme etwas zu machen. Und ja, sie hat auch noch so eben so großes Potenzial in der Wirkung. Ich möchte mal ein kleines Experiment machen. Und zwar ganz grob, schreibt doch mal in den Chat, wie viel Zeit ihr täglich für die Pflege eurer Haare verwendet. Wahrscheinlich, wenn ihr eine Glatze habt, ist das nicht viel, aber so ein bisschen was. Ihr müsst auch rechnen damit, dass ihr zum Beispiel einmal in der Woche euch die Haare mindestens wascht und so weiter. Also schaut doch mal ganz kurz, überlegt doch mal kurz, wie viel Gedanken verwendet ihr auch euch über eure Frisur. Also wenn ihr zum Beispiel aus dem Haus geht, kommt es vor, dass ihr kurz einen Blick in den Spiegel werft und mal guckt, wie sitzen die Haare. Also wenn das so ist, dann rechnet das mit ein. Sag mal, Christoph, was hast du denn Ja, da so an ich gucke Zahlen? gerade. Ja, es sind so zwischen 2 Minuten, sehr oft 2 Minuten, 3 Minuten. 10 Minuten ist hier täglich dabei. 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Ja, so zwischen 2 und 10 Minuten. Zwischen 2 und 10 Minuten. Okay. Es gibt bestimmt auch welche, die haben gar keinen Aufwand damit, aber Das steht auf hier jeden nicht. Fall. Also null steht da nicht. Ich möchte jetzt keine Zahl wissen, aber wenn ihr daran denkt, wie viel Aufwand ihr für eure Stimme betreibt, dann gehe ich mal davon aus, dass das nicht an diese Zahl herankommt. Außer bei Natalia oder Nikolaus, da wird die Stimmpflege weit über der Frisur liegen. Aber wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr wahrscheinlich wenig Zeit, die ihr für eure Stimme verwendet. Und das ist schade, denn wenn ihr an eure Wirkung denkt, dann ist die Stimme so unfassbar wichtiger als die Frisur, dass man das in Zahlen gar nicht messen kann. Wenn ihr eine tolle Stimme habt und man euch gerne zuhört, dann ist es piepwurscht egal, was ihr für eine Frisur habt. Vielleicht nicht im ersten Moment. Ne? Da guckt man und denkt, oh, hast du eine schöne Frisur. Aber es kann sein, wenn die Frau dann den Mund aufmacht, dann ist die schöne Frisur egal, weil die Stimme einfach nicht passt. Also die Stimme ist das weitaus wichtigere Phänomen. Und ihr habt jetzt als Schnitt 2 Minuten gehabt. Und ich sage euch, maximal 2 Minuten sind es, die ihr aufwenden müsst, um eure Stimme zu pflegen und das volle Potenzial auszuschöpfen. Mehr ist es definitiv nicht. Wenn ihr nicht gerade Opern singen wollt, dann ist das absolut ausreichend. Ich sag euch mal die Minimalversorgung, die eure Stimme braucht. Das Allerminimalste. Und wenn ihr das nur macht, dann hat sich dieses Seminar hier schon gelohnt, ist, dass ihr nach dem Zähneputzen kurz mit warmem Wasser gurgelt. Also nur Schluck Wasser und fertig. Denn wenn ihr das macht, dann haben eure Stimmbänder, haben die schon mal eine Schwingung gehabt und das ist ein toller Einstieg. Und manche Menschen putzen sich ja sogar zweimal am Tag die Zähne. Dann hättet ihr zweimal am Tag eine Stimmübung gemacht. Ich hoffe, ihr tut es in der Regel wenigstens einmal. Dann habt ihr jeden Tag eine kleine Stimmübung gemacht. Wenn ihr noch mehr machen wollt, dann summt ihr ein bisschen, denn Summen ist wie Jogging für die Stimmbänder. Ihr müsst euch überlegen, die Stimmbänder, die liegen so im Kehlkopf und wenn wir reden, dann gehen die auf und zu. Das ist Hochleistungssport. Wenn ihr viel sprechen müsst, wie ich zum Beispiel, dann machen die Stimmbänder Hochleistungssport. Beim Summen sind die Stimmbänder geschlossen und sie vibrieren ganz langsam. Und das ist ein Aufwärmen für eure Stimme. Lockeres Summen. Ihr könnt euch das vorstellen, dass das ist wie beim Leistungssport. Wenn Jogi Löw
ein Fußballspiel hat und er nimmt einen Reservespieler, der auf den Platz soll, würde er niemals den Spieler direkt aufs Spielfeld schicken, sondern er würde immer sagen, mach dich mal an der Seite erstmal warm. Warum macht er das? Damit die Muskulatur locker wird, damit die Muskulatur leistungsfähig wird und damit sie nicht verletzt wird. Und genau das Gleiche ist beim Summen. Wenn ihr summt, macht ihr Jogging für eure Stimmbänder. Ihr guckt, dass die Stimme locker ist, die schwingen schon mal, die sind dann elastisch und sie sind weniger verletzbar. Das bedeutet, ihr seid am Tag länger fit, ihr könnt viel länger sprechen und wenn ihr das dauerhaft macht, also wenn ihr jeden Tag ein bisschen summt, dann garantiere ich euch, dass eure Stimme sehr, sehr viel belastbarer und klangvoller wird und zwar das bis ins hohe Alter. Wieder vergleichend mit dem Sport, wenn Menschen Marathon laufen mit 90, sowas gibt es, dann haben die auch nicht mit 88 angefangen zu laufen, sondern in der Regel früh und sind dran geblieben. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, regelmäßig zu summen, dann habt ihr bis ins hohe Alter eine stabile Stimme. Und wenn ihr das nicht macht, wird die Stimme immer brüchiger, brüchiger. Und das kennt ihr doch bestimmt auch, so diese typische Altersstimme, die dann so kippelig wird. Das ist, weil die Stimme eben an Elastizität verliert. Also deswegen, wenn ihr das nächste Mal einen Blick auf eure Haare werft oder in den Spiegel guckt und an eure Haare denkt, denkt bitte immer auch an eure Stimme. Und das könnte wie folgt aussehen. Njom, 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 njom. Also beim Haarewaschen schon ein bisschen summen und ihr wärmt praktisch die Stimme dabei auf. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Alle Menschen, die mich näher kennen, wissen, ich bin eine von der fixen Sorte. Ich würde mich niemals, und wenn es noch so hilfreich wäre, zweimal in der Woche eine halbe Stunde irgendwo hinstellen und irgendwas machen. Wenn ich aber im Alltag das integrieren kann, dann mache ich es regelmäßig und dann vergesse ich es auch nicht. Und ich mache es eben immer. Also immer wasche ich mir so die Haare. Ich mache auch noch. So mache ich auch noch. Und nach dem Zähneputzen nochmal so. Und fertig ist meine Stimmübung. Und das könnt ihr auch machen. Das sollte eure Stimme euch wert sein. Denn wenn wir mal schauen, wir gucken mal auf die Wirkung eines Menschen. Und wir stellen uns vor, wir gehen in ein Lokal und wir sehen da einen attraktiven Mann oder eine attraktive Frau. Und erstmal sehen wir vielleicht solche Dinge wie Kleidung oder Frisur. Das ist mal der erste Blick. Aber der zweite Blick ist auch schon anders. Wir gucken näher hin, wir gucken, wie wirkt der Mensch? Wirkt er sympathisch? Wirkt er freundlich? Und all das entscheiden wir ja auch innerhalb von Sekunden. Und wenn wir jetzt einen Vortrag lauschen oder in einem Gespräch sind, läuft sowas unbewusst immer mit. Wir beurteilen das. Klingt das kompetent? Auch ihr habt schon längst entschieden, ob ihr mich für kompetent haltet oder nicht oder ob ihr mich für sympathisch haltet oder nicht. Sowas entscheidet man sehr, sehr schnell. Untersuchungen sagen so schnell, wie man etwa durch den Fernseher zappt. Also wenn jemand guckt, ist das Programm jetzt das Richtige für mich oder nicht. So schnell entscheidet man das. Also in wenigen Sekunden entscheiden wir diese Dinge. Und diese Dinge haben nachweislich gar nichts mit Kleidung oder Frisur zu tun. Im Gegenteil, wenn wir jetzt einem Vortrag lauschen und der Vortrag ist spannend, dann können die Menschen hinterher nicht mal mehr sagen, was der für Klamotten trug. Das wissen die Leute nicht. Die sind so fasziniert von dem, was der sagt und wie der spricht, dass sie das nicht mehr wissen. Wenn aber das unangenehm ist, dann fangen die Leute an nachzudenken, ja, passt eigentlich das Hemd zur Krawatte und wie ist denn eigentlich die Frisur oder so. Über solche Dinge denkt man erst auf den zweiten Blick nach. Wir schauen uns also an, wie wirken Menschen und wie beurteilen wir Menschen. Wir können merken, jemand ist begeistert. Das hören wir an der Stimme und wir sehen es am Funkeln in den Augen, wir sehen es am Strahlen im Gesicht. Und das macht die Stimme lebendig. Also wenn ich Begeisterung sehe, dann sehe ich es im Körper. Da ist viel Körpersprache, da ist viel Mimik dabei und die Stimme klingt sehr lebendig. Die geht rauf und runter. Und wir sehen es auch in der Gestik. Ne? Also da ist Gestik da und das führt zur Begeisterung. Menschen, die Begeisterung ausstrahlen, begeistern auch andere. Wir reißen praktisch Leute mit.
Auch die Freundlichkeit hört man in der Stimme. Ich kann zum Beispiel sagen, Dankeschön, Wiedersehen, schönes Wochenende. Dann habe ich mit meinen Worten Freundlichkeit gesagt, aber in der Stimme war die Freundlichkeit nicht hörbar. Und wenn die Verkäuferin zum Beispiel einfach nur sagen würde, danke, ist das viel, viel besser, weil die Stimme eben etwas Positives signalisiert. Und wir glauben, wenn wir Zweifel haben, immer der Stimme. Wenn ich sage, ja, das ist ja eine tolle Sache, dann hat meine Stimme etwas anderes gesagt als meine Worte und wir vertrauen im Zweifelsfall der Stimme immer mehr als den Worten. Deswegen ist Freundlichkeit eine Mischung aus Stimme und Worten. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen gucken, dass auch die Stimme zu unseren Worten passt. Und wenn das nicht passt, durch Ironie kann man, da passt es dann mal nicht, aber dann hören wir, dass es ironisch ist. Und genau das ist das, was wir nutzen können, dass wir schauen können, dass wir unsere Stimme unseren Worten angleichen und schauen, was passiert da eigentlich. Auch Zurückhaltung hört man an der Stimme. Da ist die Stimme etwas leiser, weniger präsent und kraftvoll und resonanzreich und auf einer Ebene eher. Also dann hören wir an der Stimme schon, ach, das ist jetzt eher ein bescheidener Mensch, ein Zuhörer, der uns gut tut und der bereit ist zu geben. Und nicht gerade der, der jetzt durchsetzungsstark ist, macht die Stimme aus. Sachliche Stimmen, Zahlen, Daten, Fakten. Erstens das, zweitens das, drittens das, viertens das. Werden mir oft Leute geschickt, zum Beispiel beim Daimler, wo es dann heißt, ja, der bringt zu wenig Emotionen rüber, der reißt nicht mit, weil es zu sachlich ist. Das ist ein Thema, es ist Stimmarbeit, ne? Die sind fachkompetent. Und natürlich gucken wir, dass sie den freundlichen Einstieg machen oder praktische Beispiele geben, aber immer gekoppelt mit der Stimme, um glaubwürdig zu sein. Die kritische Stimme, eher die auch unmoduliert, hart, vielleicht manchmal sogar ein bisschen scharf, eher eben nicht weich, sondern hart. Wir unterscheiden eben weiche Stimmen, total übertrieben so, oder harte Stimmen, eher so. Und wir unterscheiden laute Stimmen und leise Stimmen, haben wir hier zurückhaltend und dominant. Also dominant, die laute, kraftvolle Stimme, die wir brauchen zum Beispiel, wenn wir uns durchsetzen möchten, wenn wir einen Vortrag halten vor großem Publikum, da brauchen wir eine kraftvolle Stimme und eine gewisse Dominanz. Wichtig ist, dass wir uns klar ist, all das haben wir. Unsere Stimme kann das alles. Also jeder von euch kann Begeisterung in der Stimme haben. Jeder kann Dominanz in die Stimme bringen. Jetzt höre ich oft an dieser Stelle das Argument, ja, aber ist das authentisch? Und ich sage, ja, es ist authentisch, denn wir haben verschiedene Facetten und wir müssen in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Weise sprechen und reagieren. Wir tun das intuitiv. Also natürlich machen wir das nicht immer bewusst, aber wir passen unsere Stimme automatisch den Situationen an. Wenn ihr euch vorstellt, zum Beispiel jemand, den ihr sehr gut kennt, der geht ans Telefon. Ihr hört an der Art, wie die Stimme klingt, in etwa, um welches Thema es geht. Und ihr hört auch in etwa, wer ist da eigentlich dran? Die Stimme ist anders, wenn die Kinder dran sind, als wenn der Chef dran ist. Es ist ein Unterschied im Klang, ganz unabhängig vom Inhalt. Und das ist trotzdem immer die gleiche Person und es passiert nicht bewusst. Die Person geht ja nicht ans Telefon und sagt so, jetzt rufen meine Kinder an, jetzt spreche ich so und so. Oder so, jetzt ruft mein Chef an, jetzt spreche ich so und so. Nein, das passiert intuitiv. Aber es passiert immer nur das, was der Mensch im Koffer hat. Und deswegen lohnt es sich, seinen Koffer, seinen stimmlichen Koffer vollzupacken und dann darauf zu vertrauen, dass die Intuition hilft, es dann immer richtig zu machen. Aber wenn ich eine kleine, leise, dünne Stimme habe, dann fällt es eben schwer, dominant und klar aufzutreten. Und wenn ich aber eine Position habe, wo ich mal eine klare Ansage machen muss, dann brauche ich eben auch mal eine Kraftstimme. Und es ist wichtig, dass ich die dann im Koffer habe. Insofern sage ich immer, stimmliches Potenzial erweitern heißt nicht authentisch zu sein oder nicht echt zu sein, sondern heißt, das, was ich brauche, auspacken zu können, wenn ich es brauche. Und deswegen lohnt es sich aus meiner Sicht sehr, diese ganzen Facetten einmal anzuschauen und zu gucken, wie macht meine Stimme das? Wir gucken es uns nochmal ganz kurz an. Gelb moduliert, im Gegensatz dazu sachlich
unmoduliert und klar auf einer Ebene. Rot, dominant, laut, grau, leise, zurückhaltend. Schwarz, kritisch, hart, grün, freundlich, weich. Nichts ist richtig, nichts ist falsch, jedes hat seinen Sinn an der richtigen Stelle. Nun nochmal zum Thema, wie ist die Bedeutung aber? Also wir haben festgestellt, die Wirkung, wie jemand wirkt, ist ganz stark abhängig von der Stimme, von der Performance, also ein Zusammenspiel aus Körpersprache und Stimme. Aber wie viel Zeit schenken wir der Stimme? Und da sage ich wieder, es ist an vielen Stellen viel zu wenig. Wir hatten gerade im Vorfeld schon mal ein bisschen geplänkelt. Und da war eine Teilnehmerin, die hat gesagt, sie bereitet sich gerade auf einen Vortrag oder eine Präsentation vor. In der Regel bereiten Menschen sich vor, indem sie sehr viel Zeit sich für Folien nehmen und gucken, dass sie das sauber gestalten und sich sehr viele Gedanken über den Inhalt machen, aber sehr wenig um die Performance. Und letztlich ist es aber die Performance, die entscheidet, wie gut es ankommt. Und zwar in einem so hohen Maße, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Es gibt eine Studie von Mehrabian, die spricht von 97%. Ich würde das relativieren und würde sagen, das stimmt nicht, das stimmt nur für den ersten Eindruck oder wenn man jemanden nicht kennt. Aber dennoch ist es so, dass eben bereits in den ersten 2 Minuten die Zuhörer entscheiden, haben sie Lust zuzuhören und finden sie dich sympathisch und kompetent. Und sympathisch und kompetent ist immer der Wunsch, der kommt, wenn ich frage, wie soll denn die Präsentation sein? Was sollen die Menschen erfahren? Dann heißt es immer, sie sollen sagen, ich bin sympathisch und ich bin kompetent. Das sind so die Grundlagen, die man möchte. Ne? Man wünscht sich, dass man einerseits gemocht wird und andererseits auch als Experte anerkannt wird. Und diese Kombination ist eben sehr, sehr wichtig, dass ich die untermauere mit Stimme. Und wenn wir nochmal zurückgucken, was brauche ich für die Kompetenz? Ich brauche für die Kompetenz auf jeden Fall den blauen Anklang der Stimme und den roten Anklang. Und was brauche ich für die Freundlichkeit und für die Sympathie? Auf jeden Fall die grüne Stimme und auch, wenn ich begeistern will, auch die gelbe Stimme. Das sind die Stimmen, die ich für den Vortrag auf jeden Fall brauche. Und so arbeite ich dann tatsächlich auch. Also wenn ich jetzt gerade, sind es im Moment ja Landtagswahlen bei uns, da arbeite ich vor allen Dingen sehr viel an politischen Reden, dann unterstreichen wir farbig die entsprechenden Passagen und schauen, dass man dann das auch mitübt. Und dass dann auch alle Farben drin sind. Ist etwas Freundliches, Zugewandtes drin, was im Duo ist? Ist etwas Begeisterndes drin? Und dann kommt eben in den Satz auch ein Superlativ und dann fällt es viel leichter zu sagen, ich freue mich, heute hier zu sein und dieses tolle Thema Stimme erklären zu können. Also das macht Spaß und ist ein toller Weg, um so diese Facetten, die Stimme hat, nochmal auch ganz plastisch darzustellen und sich in das Thema zu vertiefen. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen an wie Schauspielerei. Es ist übertrieben. Wir steigen da ein und übertreiben das total und vertrauen darauf, dass unser Körper das letztlich dann aber abruft. Und das ist genauso. Natürlich spreche ich nicht gelb und mache, also dann, ich freue mich so, sondern ich weiß es einfach, dieser Satz hat eine bestimmte Emotion, das verinnerliche ich mit der Farbe Gelb. Und ich denke immer, wenn ich an Gelb denke, denke ich immer an Sonne. Und ein sonniger Satz bringt uns zum Strahlen. Und es ist schön, wenn wir das auch mal, wenn wir das mal zeigen. Und Blau bedeutet für mich Klarheit und Struktur. Das heißt, ich werde ernster, meine Stimme wird tiefer, ich achte auf kurze Sätze und sehr klare Aussagen. Und schon habe ich einmal die Begeisterung und die große Klarheit und bin schon facettenreich und der Vortrag wird viel weniger langweilig. Lieber Christoph, gibt es da jetzt schon bis zu diesem Punkt schon spannende Fragen? Nö. Wir lauschen gebannt und sind ganz begeistert von deiner facettenreichen Stimme. Ich habe mir so ein paar Sachen mitgeschrieben. Also, sehr cool. Ich habe zwischendurch immer unsere Briefmarken angeguckt. Wir lachen viel, glaube ich. Das ist wirklich schön. Das freut mich. Also nochmal, was brauche ich? Ich brauche Kompetenz und Sympathie. Ist das, was wir uns wünschen, was wir zeigen können? Und top käme die Begeisterung. Aber auch die Kritik. Ne, mal die Stirn in Falten legen und sagen, aber wir müssen auch bedenken, dass auch mal ein sehr schöner Aspekt. Wir stellen also fest, Wirkung
ist abhängig von einem Zusammenspiel von Körpersprache, Stimme und Inhalt. Und wichtig ist, dass wir uns nicht nur um den Inhalt Gedanken machen, sondern auch um Körpersprache und Stimme. Ich gehe nicht so weit wie Merabian, dass ich sage, Inhalt macht nur 3% und Hauptsache man ist stimmlich und körpersprachlich, bringt man das gut rüber. Aber dennoch möchte ich sagen, es ist zumindest ein gleichberechtigter Faktor, der aber im Alltag, in unserem Alltag, eine deutlich zu geringe Rolle spielt in unserer Vorbereitung. Und das hat auch ganz viel schon mit Erziehung zu tun. Deswegen habe ich dieses Buch auch für Kinder geschrieben. Ich finde, schon im Kindergartenalter gehört das Thema Stimme mit rein. Stimmpflege. Wie pflege ich meine Stimme? Warum bringen wir Kinder bei, wie sie ihre Zähne putzen, aber nicht, wie sie ihre Stimme pflegen, wo doch die Zähne da sind, aber auch die Stimme da ist, ne? Also wir bringen die Haare bürsten bei, Nägel schneiden bei, aber nicht Stimme. Und das ist aus meiner Sicht so wirklich unglaublich schade. Und wenn wir mal an unsere eigene Wirkung denken, egal ob wir eine wichtige Herausforderung haben, sprachlicher Art, oder ob wir ein Date haben oder so, uns nicht nur Gedanken darüber zu machen, was ziehe ich an und was sage ich, sondern auch, wie wende ich mich zu und wie soll meine Stimme klingen? Und das ist ein Aspekt, den ich euch einfach ans Herz legen möchte, mitzubedenken. Und ihr werdet merken, dadurch werdet ihr charismatisch. Denn das ist letztlich Charisma. Was ist Charisma? Das kennt ihr doch auch. Jemand kommt in den Raum hinein und ihr merkt, von diesem Menschen geht eine extreme Wirkung aus. Und zwar bevor er gesprochen hat oder sie gesprochen hat. Wir spüren das. Und das genau schauen wir uns jetzt eigentlich mal an. Und ich möchte mit euch das auch ein bisschen trainieren. Wir beginnen mit dem Bereich Körpersprache und schauen uns das mal an, wie sich das überhaupt, wie Körpersprache wirkt. Und im zweiten Schritt, wie wirkt sich die Körpersprache auf Stimme aus? Beginnen wir mit dem Stand, ein stabiler Stand. Ich möchte, dass ihr mal, wenn ihr Zeit habt, euch so stabil hinstellt, dass niemand es schaffen würde, euch umzuschubsen. Also achtet mal darauf, wie das ist. Wie fühlt sich das an, so stabil hinzustehen, dass mich niemand umschubsen kann? Wenn ich jetzt im Training bin, dann sage ich, stellt euch mal aufrecht hin und stabil hin. Und dann laufe ich rum und fange an, leicht zu schubsen. Und ich kann Menschen umschubsen, die sehr, sehr durchtrainiert sind. Und ich kann manche Menschen nicht umschubsen, die haben noch nie ein Fitnessstudio von innen gesehen. Das heißt, Stabilität im Körper ist nicht im Fitnessstudio trainierbar. Und die Auswirkung, die das auf Stimme hat, Stimmklang, Stimmstabilität, Resonanz, das alles kommt ja vom Körper her, ist etwas, was man nicht über mechanische Muskeln trainieren kann, sondern es ist eine Form der Stabilität, die von innen kommt. Bedeutet, allein die Vorstellung, jemand schubst mich, macht euch schon stabiler. Und ihr müsst auch denken, jemand schubst von hinten. Denn das ist das sogenannte Rückengefühl. Die Sänger kennen das, also wie das ist, dass man auch von hinten, man muss ja eine Präsenz auch hinten fühlen. Wir sind normalerweise nach vorne ausgerichtet. Gerade wenn wir zum Beispiel einen Vortrag halten, haben wir unsere Präsenz ganz nach vorne, da sind die Zuschauer. Aber wirklich präsent bin ich erst, wenn ich ein Rückengefühl habe. Und ihr seht es mal an meinem Körper, ich hoffe, ich bin nicht eingefroren, weil ich bin heute ständig eingefroren. Wenn ich nicht präsent bin, bin ich so. Und wenn ich präsent bin, bin ich so. Es richtet mich auf. Ich bin die ganze Ariane ist da. Dieser stabile Stand ist etwas, was ihr üben könnt und was gepaart ist mit der Präsenz, mit der Achtsamkeit nach außen. Denn immer wenn ich in mir bin, bin ich so ein bisschen in mir versunken, dann wirke ich eher introvertiert. Und wenn ich ins Außen gehe, wirke ich offen und klar. Das kann man sehr, sehr schön üben im Alltag. Ihr könnt alles, was ihr tut, könnt ihr im Innen und im Außen tun. Ihr könnt zum Beispiel, wir sind ja so viel beim Thema Zähneputzen gewesen, ihr könnt euch so die Zähne putzen oder ihr könnt euch so die Zähne putzen, als würdet ihr jeden einzelnen Zahn schrubben und es jemandem zeigen. Und
Beim Spazierengehen könnt ihr von A nach B gehen und in Gedanken sein, oder ihr könnt von A nach B sein gehen und gucken, wer kommt da eigentlich mir entgegen und wie sieht denn die Frau aus, die da gerade kommt, welche Farbe hat die Bank, welche Farbe haben eigentlich gerade die Bäume, ist es warm, ist es kalt. All das ist ein nach außen gerichtetes Denken und das führt zu Präsenz. Wenn ihr euch vorstellt, ihr geht in die Stadt, jetzt ist es ja, ich war zum ersten Mal gestern wieder unterwegs, shoppen. Wenn ich da durch die Stadt laufe, sehe ich an den Menschen, ob sie gerade präsent sind oder ob sie nicht präsent sind. Das sieht man. Die Leute, die nicht präsent sind, die gucken auf den Boden, gucken ihr Handy, starren in der Gegend herum. Und diejenigen, die präsent sind, die nehmen Blickkontakt auf, die lächeln auch mal und man ist sofort zugänglich. Und diese Menschen sind es automatisch, die wir ansprechen würden. Das sind die Menschen, die Charisma haben. Stellt euch vor, ihr seid zum Beispiel auf dem Flughafen und euer Flieger, es wird nicht angezeigt. Und ihr denkt, oh, meine Flieger wird nicht angezeigt. Und ihr wollt fragen, was ist da los? Dann guckt ihr in der Menge herum, wer ist präsent? Wer ist ansprechbar? Wer ist hier gerade präsent? Ihr würdet nicht den ansprechen, der auf den Boden starrt oder Löcher in die Luft guckt. Ihr guckt die Menschen an, die euch mit Blickkontakt begegnen. Und das ist etwas, was man sehr gut üben kann. Ich nenne es Anknipsen, weil ich finde, es hat was zu tun wie mit einer Lampe, die man anknipst. Ne? Ich kann aus sein und dann bin ich eben nicht ansprechbar. Oder ich kann an sein und dann leuchte ich. Und mein Tipp wäre es, das auszuprobieren, vor allen Dingen in Situationen, gerade im Moment während der Corona-Zeit, steht man ständig in Schlangen. Ständig müssen wir irgendwo im Abstand stehen. Und diese Zeit zu nutzen, um in die Präsenz zu gehen, als Präsenzübung zu nutzen, ganz da zu sein, ins Außen zu gehen. Und ihr werdet sehen, da passiert so viel. Und spannend ist, dass die Menschen, die in die Präsenz gehen, die hält man für wichtig. Da denkt man, oh, das ist wahrscheinlich eine Führungskraft, oh, der hat was zu sagen. Weil Menschen, die was zu sagen haben, oft sich so geben. Und jetzt sind wir beim Schlüssel. Es funktioniert eben auch umgekehrt. Es funktioniert beides. Ich kann am Selbstbewusstsein arbeiten und dann stehe ich stabil da und bin präsent. Ich kann aber auch präsent und stabil dastehen und aha, plötzlich fühle ich mich selbstbewusster. Ihr müsst es mal ausprobieren. Stellt euch mal stabil hin und schaut, wie ihr euch fühlt. Und dann macht euch mal klein und schaut, wie ihr euch dann fühlt. Und jetzt nehmen wir noch die Stimme dazu. Was macht die Stimme, wenn ich präsent bin und stabil bin? Und was macht die Stimme, wenn ich mich klein mache? Ganz klar, die Stimme geht immer mit. Jede feinste körperliche Veränderung ist stimmlich hörbar. Jede allerkleinste. Und wenn ihr mit jemandem sprecht, den ihr sehr gut kennt am Telefon, dann hört ihr auch oft schon an einem einzigen Wort, wie es demjenigen geht. Also wenn zum Beispiel meine Mutter, die braucht sich nur melden und ich weiß schon, oha, da ist was im Argen. Also es ist nicht nur die körperliche Veränderung, sondern auch noch jede seelische Veränderung. Alles. Jede kleinste Veränderung wird stimmlich hörbar. Und das ist wiederum so unglaublich faszinierend. Deswegen sage ich, das ist das faszinierendste Instrument, was wir haben. Und es ist einzigartig. Es gibt keine zwei gleichen Stimmen auf der ganzen Welt. Wir können das nutzen zur Verbrechererkennung und so weiter. Eure Stimme ist so einzigartig wie euer Fingerabdruck. Und deswegen seid ihr eure Stimme. Und ja, nochmal, nutzt sie. Wie wirkt sich jetzt Gestik aus auf Stimme? Wenn ich keine Gestik mache, dann kriege ich keinen Rhythmus in die Sprache. Also, wenn ich jetzt Gestik mache, immer wenn die Stimme nach unten geht, mache ich so eine Bewegung nach unten. Ich kann es gar nicht trennen. Also, das hier führt automatisch zur Senkung der Stimme. Während das automatisch nach oben führt. Also Bewegungen macht die Stimme immer genauso mit. Wenn ihr jetzt keine Gestik einsetzt, zum Beispiel, weil ihr denkt, ich bin gerade am Telefon oder ihr seid in einem Online-Meeting, habt die Kamera aus, denkt, da brauche ich ja keine Gestik. Völlig falsch. Man hört es. Man hört an eurer Stimme die Gestik. Und wenn ihr Gestik ausdrückt, hört sich das nach Engagement und Lebendigkeit an. Setzen wir also nochmal die Dinge um, die wir jetzt haben, im Gegensatz zu dem, also zu dem, was ich wollte, machen wir das Gegenteil. Wir sitzen nicht aufrecht und präsent, wir nehmen uns zurück, wir setzen keine Gestik ein, wir wirken.
uninteressiert, unsicher, langweilig. Also vor allen Dingen desinteressiert ist das Hauptproblem. Dann haben wir auch noch die Mimik. Die Mimik ist der Ausdruck unserer Emotionen und genau das ist es, was wir hören. Wenn wir lächeln, hört man das. Wenn ich Guten Morgen sage und ich lächle, hört sich das anders an, als wenn ich nicht lächle. Deswegen muss ich lächeln, wenn ich Guten Morgen sage, wenn ich es freundlich machen will und möchte, dass der andere sich auch willkommen fühlt. Die Stimme ist dann nämlich gleich gekoppelt mit der Mimik und der Gestik. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir Folgendes. Dankeschön, Wiedersehen, schönes Wochenende. Ihr seht, da passiert nichts in meiner Mimik. Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Wir haben einfach ein Stimmgeflöte. Das heißt, die Stimmvariation alleine funktioniert nicht. Denn das ist unnatürlich. Es ist ein Singsang. Ihr kennt es auch von den Stewardessen, die Notausgänge erklären. Ihr kennt es von den Bahnschaffnern. Alle Menschen, die routiniert sprechen, sprechen nicht mehr gekoppelt mit dem Inhalt. Der Inhalt spielt keine Rolle mehr. Auch schlechte Rundfunksprecher und schlechte Nachrichtensprecher. Ich mach's mal vor, ich versuche mal das, was hier steht. Es ist nicht viel, aber ich versuche das mal mit einem Duktus zu lesen, der nachrichtenmäßig ist oder sprechermäßig. Körpersprache und Auswirkungen auf Ihre Stimme. Mimik, Blickkontakt, Gestik, Präsenz und Stand. www.phoninstitut.de. Jetzt habe ich das gelesen. Habe mich überhaupt nicht mit dem Inhalt, sondern ich habe mich auf meinen Rhythmus verlassen. Das passiert routinierten Sprechern, ist nicht gut. Und das passiert uns, wenn wir Dinge auswendig lernen. Deswegen sollten wir nicht in unseren Präsentationen oder Reden oder Videos Sätze auswendig lernen, denn dann wirkt das immer so, als ob Stimme und Inhalt nicht mehr ganz zusammenpassen. Und dann wird es immer uncool. Also wir müssen gucken, dass diese drei Faktoren eins sind. Hier ist eine gute Meldung, eine Zwischenmeldung von Christina. Auch Fremdenführer, da fällt das auf, dieses Beispiel. Ja, kannst das stimmt. Kannst du da noch mit aufnehmen vielleicht? Unbedingt. Fremdenführer auch. Also auch eben Bäckereifachverkäuferinnen oder dieser auswendig gesetzte, gelernte Satz einer Supermarktkasse, das ist keine gute Idee. Ne? Das ist vielleicht ist mal eine gute Idee, aber in der Umsetzung funktioniert es halt leider überhaupt nicht. Oder Werbeanrufe. Manchmal hört man bereits an der Art, wie jemand anruft, hallo, mein Name ist Verena Bauer. Ey, du bist raus, du willst mir was verkaufen. Ne? Also das hört man an der Stimme, weil Inhalt und Stimme nicht gekoppelt sind. Wie können wir es jetzt also machen, um uns überhaupt unsere Stimme lieben zu lernen und sie zu entfalten? Das Erste ist, wir müssen uns mit ihr beschäftigen. Wir müssen sie analysieren. Ich würde euch empfehlen, Sprachnachrichten abzuhören. Also macht Sprachnachrichten und hört sie euch hinterher an. Gewöhnt euch an eure Stimme. Tatsache ist, wir hören uns selbst anders, als wir uns auf Band hören. Und das geht jedem so, weil es anders klingt. Das liegt daran, dass wir uns über innen hören, also wir hören uns selbst dumpfer, da ist Blut, da ist Fett, sind Muskeln, da sind Knochen, so hören wir unsere Stimme und wir hören sie nicht von außen. Wenn wir sie mal von außen hören wollen, dann können wir das so machen, also wenn ich jetzt die Hände hinter die Ohren packe und rede, dann höre ich den Schall nochmal von der anderen Richtung. Das hört sich eher so an, wie ich es dann auf dem Band wahrnehme. Aber dass sich es anders anhört, ist also nicht irgendwie komisch, sondern ganz normal, geht jedem so, es ist anders. Wir sollten aber diese Außenwahrnehmung auch kennen, so wie wir unser Spiegelbild auch kennen. Das kann ja auch passieren, wir fühlen uns eigentlich, als würden wir 60 Kilo wiegen und das Spiegelbild sagt etwas anderes. Bei uns Frauen ist es meistens sogar umgekehrt. Unser Spiegelbild sagt eigentlich etwas Positives und wir fühlen uns viel negativer. Also das abzugleichen, das auditive Erlebnis mit dem, wie ich es mag und meine Stimme als etwas Positives empfinde, ist ein wichtiger erster Schritt. Und dann, wenn ich mit etwas unzufrieden bin, gucken, warum bin ich eigentlich unzufrieden und was kann ich daran ändern? Das ist ein wichtiger Punkt. Und nicht einfach sagen, ich finde es grauenvoll, weil es anders klingt. Und das ist das meiste, was ich höre.
Ich find meine Stimme schrecklich. Ja, was findest du eher an ihr schrecklich? Ja, wenn ich sie höre, das hört sich alles so anders an. Ja, ist anders schrecklich? Nein, anders ist nicht schrecklich, anders ist nur anders. Hör's dir mal an und dann gucken wir genau hin. Also erster Schritt, analysiere deine Stimme. Der zweite Schritt, den haben wir schon gerade eben ja am Anfang angesprochen, pflegt eure Stimme. Nehmt euch Zeit für eure Stimme, macht so wie ich, nehmt euch keine extra Zeit, sondern überlegt euch, wann könnt ihr es sowieso machen. Also ich habe zum Beispiel Klienten, die machen das in ihr Sport, integrieren es in ihr Sportprogramm, in ihr Laufprogramm oder sie integrieren es in ihre Autofahrt, die sie haben oder so. Also jeder sucht sich so seinen Moment, wo er es machen kann, verknüpft es mit etwas, wo ihr sowieso beschäftigt seid, aber tut etwas für eure Stimme. Minimalvariante, habe ich euch ja gesagt, wäre Gurgeln und Summen. Es gibt da einen schönen Begriff, überhaupt merkt ihr ja auch, wie wichtig die Stimme ist an den Begrifflichkeiten. Etwas stimmt nicht, jemand ist stimmig, die Situation ist stimmungsvoll, da ist überall die Stimme drin, das zeigt auch schon, welche unfassbare Bedeutung sie hat. Aber ein besonders schöner Begriff, der vor allen Dingen für uns wichtig ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben und auf Menschen wirken wollen, ist die Resonanz. Resonanz erzeugt Resonanz. Und wenn wir eben eine resonanzreiche, klangvolle Stimme haben, dann wirkt sich das automatisch auf unsere Zuhörer aus. Wir können es überhaupt nicht verhindern, weil Resonanz Schwingungen sind. Also wenn jetzt Nikolaus tönt, dann spüre ich das als Gänsehaut auf meiner Haut. Das habt ihr vielleicht ja auch schon mal erlebt. Chöre, ihr seid in der Kirche und der Kirchenchor singt. Ihr merkt die Schwingungen oder fasst mal jemanden auf dem Rücken, der singt. Ihr werdet merken, das sind Schwingungen, die tönen. Und denen können wir uns nicht erwehren. Das heißt, eine resonanzreiche Stimme führt automatisch dazu, dass mehr Schwingungen beim anderen ankommen und wir erzeugen mit unserem Inhalt dadurch Resonanz. Das heißt, wir machen unseren Inhalt bedeutungsvoll. Es kommt mehr Inhalt an. Der Inhalt entfaltet seine volle Wirkung. Wie kommen wir zur Resonanz? Wir haben schon das Summen besprochen. Der nächste Schritt ist, ich brauche die Variation. Das dürft ihr jetzt mal mitmachen. Ihr könnt die Töne, ihr könnt laut machen, ihr könnt es aber auch auslassen. Es geht so. Einfach hier aufmachen. Und dann kann ich auch mal hören. Also übers Kauen. Wichtig ist, es gibt keinen ästhetischen Anspruch. Sobald ihr singt, habt ihr Töne im Kopf und denkt, das hört sich nicht gut an, da ist es nicht, das klingt nicht gut. Aber das Kauen hat keinen Anspruch an Qualität. Es geht nur darum, weich, deswegen nicht la la la, sondern M, N, J sind ganz weiche Laute, mit denen ihr in den Klang hineinkommt und dann spielt damit. Der nächste Schritt ist, wirklich Töne zu machen, also Mo, Mü oder höher Mo, Mü, tief Mo, Mü, euch daran zu gewöhnen. Und jetzt kommt das Singen. Leider ist es tatsächlich so, dass wir viel, viel weniger singen mit den Kindern als früher und dass das Singen viel weniger Raum in der Gesellschaft einnimmt. Also wenn wir mal gucken, wie es früher war, das gemeinsame Singen, das hat eine große Rolle gespielt. Und es gibt auch noch ländliche Regionen, wo das noch viel stärker ist, aber in der Stadt geht es oft sehr stark verloren. Viele Familien singen überhaupt nicht mehr zu Hause. Und als Argument kommt ganz oft, ich kann nicht gut singen. Und das ist so super schade, denn jeder von euch kann singen. Und ihr müsst nur nicht den mega Anspruch haben, sondern fangt mal leicht an. Zum Beispiel Bruder Jakob ist ein ganz Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Das ist nicht hoch, ne? Ich muss nicht hochsingen. Wenn die meisten Menschen singen dann einmal in der Kirche und in der Kirche singen, dann gehen die da ganz oben rauf, da komme ich nicht hoch, dann bin ich schon raus. Und das ist schade. Also singt locker oder singt mit eure Songs. Wenn ihr euch erwischt dabei, im Auto zu singen, in der Dusche zu singen, wundervoll. Das ist Stimmtraining. Das ist wundervoll und das gibt der Stimme das Potenzial, zur Resonanz zu kommen. Nur so kommt ihr zur Resonanz. Und das heißt ja nicht, dass ihr hinterher einen Auftritt machen müsst.
Also keinesfalls müsst ihr Sänger werden. Aber es ist schade, wenn ihr das nicht macht, schöpft ihr euer stimmliches Potenzial nicht aus. Und das wäre eben sehr, sehr schade. Gibt auch wirklich süße Untersuchungen aus dem Kinderbereich. Jedes Kind findet die Stimme der Mama und oder des Papas 1000-mal schöner als der beste Opernsänger. Kinder lieben die Stimme ihrer Eltern und deswegen kein Argument zu sagen, ich kann nicht singen, deswegen singe ich mit meinem Kind nicht. Dann kommt noch ein wichtiger Aspekt. Ariane, ja. Da waren zwei Wortmeldungen zwischendurch. Einmal, als du gesagt hast, bei der Stimme am Telefon, wenn einem da jemand was verkaufen will, da war die Frage von Elvira, was kann ich für sie tun am Telefon? Also wie man das sagen kann, wie man das erkennen kann. Kannst du da nochmal ganz kurz drauf eingehen? Ja, also Frage ehrlich, was kann ich für sie tun? Also wirklich, oder was kann ich für sie tun? Es ist egal, wie du es fragst. Es muss einfach nur ehrlich sein. Du musst die Frage wirklich stellen. Wenn du die Frage wirklich stellst, ist die Stimme immer richtig. Wenn du die Frage aber auswendig lernst und währenddessen was anderes denkst, ist die Stimme immer falsch. Das Geheimnis liegt wirklich, es einfach zu fragen. Und dann kann es nicht falsch sein. Dann ist es immer richtig. Dann ist noch eine weitere Meldung. Und zwar, Ulrike liebt ihre Stimme im Unterhaltungston auf Videos und sie kriegt es auch immer wieder zu hören. Aber das sachliche Sprechen, das fällt ihr nicht so leicht. Wie kann sie das mit einem Tipp trainieren? Ich finde, das Einfachste ist zu zählen. 1, 2, 3, ganz sachlich und unemotional. Ne? Zahlen per se sind jetzt erstmal nicht irgendwie emotional. Und dann ganz sachlich zu zählen, eine super Übung, um in die sachliche Stimme zu kommen. Und wenn man auch so gerade einen Vortrag hält, kann man sogar mit erstens, zweitens, drittens einleiten. Oder Agendapunkte sind auch so ein Punkt, wo man sehr gut üben kann. Sachlich, heute geht es ums Thema X, Y und Z. Das wären gute Möglichkeiten, um die sachliche Stimme zu trainieren. Wunderbar. Und dann haben wir jetzt alle was gelernt. In Stuttgart gibt es auch den Ich-kann-nicht-singen-Chor. Hast du davon schon was gehört? Nein, aber tatsächlich gibt es hier tatsächlich den größten Gospel-Chor, den es überhaupt gibt, mit 600 Mitgliedern, glaube ich. Und toll. Also der Ich-kann-nicht-singen-Chor ist jetzt auch schon mein Freund. Ich werde mich auf jeden Fall schlau machen und werde es mir angucken. sehr cool. Ankes Papa hat mit 86 angefangen zu singen. Ja. Und er stellt auch plötzlich fest, dass er doch eine schöne Stimme hat. Auch wundervoll, eine coole Erfahrung. Wundervolles Beispiel. Tatsächlich hat auch mir schon hier häufig passiert, ist auch ein ganz großer Irrtum von Ärzten. Mir werden oft Patienten zugewiesen, wo es aber gleich heißt, das bringt eigentlich nichts. Und das ist wirklich Quatsch, so wie man im hohen Alter mit Sport anfangen kann, kann man auch im hohen Alter mit dem Singen anfangen oder mit dem Sprechen oder an der Stimme zu arbeiten. Es ist niemals zu spät. Und der nächste Punkt ist, für viele ältere Menschen ist das Singen im Chor eines der Highlights der Woche. Und wenn ich dann sagen würde, oh, lassen Sie lieber das Singen, sonst werden Sie heiser und Ihre Stimme taugt da nicht mehr, dann nimmt man denen ein Stück Glück und das ist fatal und traurig. Ich empfehle den älteren Chorsängern auszusteigen und nicht über die Kräfte zu gehen. Also wenn man im Chor singt, muss man nicht den Ton halten bis zum letzten, sondern man kann aussteigen, wenn man nicht mehr kann, atmet, tönt wieder rein. Das hört man ja dann nicht. Also das würde ich immer empfehlen, aber auf jeden Fall mitsingen. Ganz schön. Telepathisch im Gange gerade, du sprichst von Glück. Und Babs hat 10 Sekunden vorher geschrieben, singen macht glücklich. Ja, singen macht glücklich. Und zwar nachweislich. Es ist tatsächlich so. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie gerade ein Problem, dann macht es natürlich nicht so glücklich. Ja, was wir dann aber auch noch brauchen, ist, wir müssen dem Ganzen eine Form geben. Also selbst wenn ich einen schönen Klang habe, muss ich hier oben den Kiefer öffnen. Es klingt so einfach, Mund auf. Tatsächlich ist Mund auf ein unglaublich wichtiger Punkt. Und der Mund muss viel weiter auf, als wir oft denken. Ne? Also normalerweise beim A müsste der Daumen durch die Zähne passen. Deswegen machen wir auch das sogenannte Daumensprechen, nicht das Korkensprechen, sondern das Daumensprechen. Daumen in den Mund und über den Daumen drüber sprechen, um sich an diesen Zahnreihenabstand zu gewöhnen. Was erreichen wir durch einen großen Zahnreihenabstand und durch einen großen Mundraum? Wir
erzielen nochmals Resonanz. Wir haben einen Resonanzraum, der ist hier. Den machen wir durch die aufrechte Körperhaltung und durch Atmung, können wir den Raum größer machen. Und der andere Resonanzraum ist hier oben. Und den gestalten wir durch eine große Kieferöffnung. Da machen wir Raum. Ja, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass Sänger, wenn sie ein Lied singen, oft machen. Und dann kommt erst der Ton. Ne? Erst den Mund auf, den Raum weit. Die stellen sich dann vor, dass eine Blase groß wird. Und dann erst kommt der Klang. Erst die Vorbereitung des Körpers und da drauf kommt dann der Klang. Aber erst die Emotion noch und dann kommt der Klang. Ne? Also Körper, Emotion und Klang. Und es hat das Zweite, also was wir eben schaffen, ist einmal den zweiten Resonanzraum, mehr Resonanz. Und was wir auch schaffen, ist mehr Tiefe. Und ich sage gerne, ich spreche gerne vom Brustton der Überzeugung. Das ist den wir brauchen, wenn uns etwas wichtig ist. Wir sagen, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn ich das in einem anderen Ton sage, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dann verliert es an Bedeutung. Also der Brustton der Überzeugung macht es bedeutungsvoll. Und der ist eher tief und voll. Und den erreichen wir durch die Kieferöffnung, denn es wird nicht tiefer, weil wir drücken, sondern es wird tiefer, weil der Raum größer ist. Und das ist immer so. Je größer der Klangraum, desto tiefer der Klang. Denkt an Instrumente. Kleine Geige, hoher Klang. Bratsche größer, tieferer Klang. Cello größer, noch tieferer Klang. Bass noch größer, tieferer Klang. Kleine Pfeife, hoher Klang. Flöte, ein bisschen tieferer Klang. Altflöte, noch tieferer Klang. Alphorn tief. Je größer der Klangraum, desto tiefer der Klang. Deswegen ist es eh schon klar, großer, kräftiger Mann, in der Regel eher tiefere Stimme als kleine, zierliche Frau. Aber wie sind wir fasziniert, wenn eine kleine, zierliche Frau ein großes Volumen hat und in ihrer Stimme einen Brustton der Überzeugung hat. Also es geht immer darum, mit der eigenen Stimme, mit der Stimme, die wir haben, das größte Potenzial zu entfalten. Und da gehört unbedingt eben Mund auf dazu. Hat eine große weitere Folge. Also wir haben mehr Resonanz, wir haben mehr Tiefe, wir haben mehr Klang und wir haben mehr Deutlichkeit, weil wenn der Mund weiter auf ist, muss die Zunge mehr schaffen. Also beim L, beim D, beim N muss den weiteren Weg hoch. Und das führt zu mehr Präzision und ist auch nochmal ein schöner Tipp für alle, die immer gesagt bekommen, dass sie zu schnell sprechen. Denn das braucht auch immer Genauigkeit, braucht auch immer ein bisschen Tempo. Und dann muss ich nicht mich reduzieren und langsam sprechen, wird sowieso nicht funktionieren, sondern ich arbeite mit mehr Präzision, werde dadurch deutlicher durch eine größere Kieferöffnung. Ja, diese Schritte sind es, die ihr gehen müsst, um Stimme und Körper zusammenbringen. Ich wiederhole nochmal, stabile Haltung, also aufrecht sein und stabil sein. Stabil sein, noch wichtiger als aufrecht sein. Denn allein, wenn ich aufrecht stehe, bin ich noch nicht stabil. Es gibt Menschen, die stehen da gerade da, aber die kann ich umschmeißen wie ein Brett. Und es gibt Annalena Trepko sang in der La Traviata in Salzburg, lag sie in der Uhr, sie lag mit dem Kopf nach hinten, quer drin und sang wie eine Göttin. Die war ja nicht gerade, aber sie war stabil. Die lag da nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve, sondern die war stabil. Das ist das Thema Präsenz, das Thema angeknipst sein, also Haltung und Präsenz. Der Einsatz von Gestik, auch da, wenn ihr sagt, ihr möchtet das üben, nicht Gestik machen. Wenn ich Gestik mache, habe ich wieder losgekoppelt, Inhalt von Stimme, von Körper. Hört sich doof an, machen die Schlagersänger. Ne? Du und ich, wir beide. Das ist so eine Gestik, die ist losgekoppelt von dem, wie man es natürlich machen würde. Das funktioniert nicht. Also das Einzige, was ich machen muss, ist, ich lasse den Händen freien Raum. Bedeutet, nicht verschränken, nicht hinter den Rücken packen, nicht einstützen, sondern die Hände frei lassen, dann bewegen die sich. Eine super Übung, wenn ihr da eher ein bisschen zaghaft seid, ist das Dirigieren. Legt eine große Musik an, sowas wie The Show Must Go On oder irgendwas ganz, ganz Großes und dann dirigiert ihr mit beiden Händen und ihr werdet merken, die Arme, die gehen weit weg und dann macht die Stimme tolle Sachen. Meine Lieblingsübung im nächsten Schritt ist die Blabla-Übung. Stellt euch vor, ihr seid ein Italiener
und ihr nehmt den Körper mit und dann ist Stimme und Körper und Emotion gekoppelt. Das heißt, ihr erzählt irgendwas Wildes, aber der Inhalt ist völlig egal. Also ihr macht bla 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 bla. Eine mega coole Übung, die sehr, 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 sehr effektvoll ist und die euch dazu bringt, Stimme und Körper und Emotion in eins zu bringen. Und dann werdet ihr sehen, dass wenn ihr sowas vor eurem Vortrag macht, bringt das unglaubliche Lebendigkeit mit rein. Ja, wir kommen zurück zur Wirkung. Wir haben also, wie ich diese mal, diese sechs Grundwirkungsbereiche, die wir füllen können mit Stimme, Körper und Inhalt. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ihr eine Präsentation habt oder einen Vortrag habt, überlegen, dass man zu jeder einzelnen Farbe einen Satz macht und der auch wirklich zum Inhalt passt und den mal mit der Emotion spricht. Und das ist eine wundervolle Übung, um diese Dinge zu kombinieren. Also um zu schauen, mache ich Körper, Stimme und Inhalt zu einer Einheit. Und wenn ihr das vorher gemacht habt, also ihr habt einfach diese Sätze gesprochen, dann heißt es ja nicht, dass ihr eins zu eins diese Sätze jetzt dann so in eurer Präsentation sagt. Aber es führt auch nochmal dazu, dass ihr oft auf die unterschiedlichen Perspektiven achtet. Das ist sehr schön. Also zu gucken, ist was in meiner Rede drin, das die Menschen begeistert? Bin ich auch konsensorientiert? Habe ich was gemacht, wo ich Wertschätzung äußere? Habe ich reflektiert und Gedanken geäußert, zum Beispiel, also das ist, wenn ich mir vorstelle, das sind sachliche Zahlen, Daten, Fakten drin, habe ich auch die kritischen Aspekte betrachtet und habe ich ein klares Ziel. Wenn ihr das mal durchguckt, das bringt euch inhaltlich weiter und bringt euch an diesen Punkt, die Dinge miteinander zu verbinden. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt, das habe ich genau eine Stunde gequasselt. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen mitreißen mit meiner Begeisterung für dieses Thema. Und die Frage, die ihr euch stellen sollt, die ist, liebst du deine Stimme? Und wenn ihr die mit Nein beantwortet, dann bitte, bitte tut etwas dagegen. Denn ihr müsst sie lieben. Du bist deine Stimme und deswegen ist es so wichtig, dass du sie liebst.